Trag mal besser eine Maske, damit ich euch mit meiner Dummheit nicht anstecke, ne? Herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Video auf meinem Zweitkanal Luke Crew, in dem ich euch die 5 krassesten Webseiten vorstelle, beziehungsweise eigentlich nur 5 Webseiten, auf denen man irgendwie schwach. Wir fangen einfach mal an mit dieser Website hier namens Silk. Und zwar seht ihr noch gar nichts. Ihr seht nur schwarz. Wenn ich jetzt allerdings einfach mal hier so ein bisschen rummache, dann seht ihr schon, wenn ich jetzt einfach mal ein bisschen rummache. Das sind Dinge, die ich in meinem Single-Leben leider nie sage. Ich kann dann auf jeden Fall hier so ein bisschen rumgehen, dann hier vorne ein bisschen was zeichnen, dann gehe ich hier wieder rum, dies, das, bla bla und zack! Sieht aus wie Scheiße. Das hier ist die zweite coole Website, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar heißt die Website QuickDraw. Dazu habe ich auch schon mal ein Video auf meinem Hauptkanal damals gemacht. Und hier steht jetzt beispielsweise einfach, zeichne einen Helm, du hast dafür 19 Sekunden. Okay. Das heißt, ich muss jetzt einen Helm zeichnen. Ich und sehe Kreis. Die Person. Oder Mond. Die Website. Oder Heidelbeere. Die Website versucht das jetzt irgendwie zu erraten, was ich hier zeichne. Von daher, was ist das für ein Helm? Ich sehe Sandwich. Was ist das? Was oder für Banane. Was für Banane? Oder Wolke. Wolke? Oder Tarnung. Tarnung? Das konnte ich leider nicht erraten. Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt soll ich hier auf jeden Fall Regen zeichnen. Ich sehe Teich. Teich. Oder Armband. Armband. Oder Halskette. Halskette. Ah. Jetzt weiß ich es. Regen. Ja, Pablo Picasso hier wieder am Start. Roller Skates sind jetzt das nächste. Nase. So würde ich die zeichnen. Oder Löffel. Ah, jetzt weiß ich es. Roller Skates. Bubble. Jetzt soll ich eine Harfe zeichnen. Ich glaube, eine Harfe ist. Ich sehe Büroklammer. Büroklammer. Oder Dreieck. Dreieck. Ah, jetzt weiß ich es. Harfe. Wenn jemand meine Kunst kaufen will, also die startet bei 3 Millionen Euro. Luca-Shop.de. Apropos Luca-Shop.de allerdings, meine lieben Freunde, hättet ihr Bock auf solche... Ja, genau so trägt man die. Hättet ihr Bock auf Masken im Shop? Ich habe mich lange quergestellt bei dem ganzen Thema. Allerdings können wir die relativ günstig produzieren, sodass, wenn man 4er-Pack Masken kauft, dass man die für 5 Euro pro Stück bekommt. Das ist richtig, richtig guter Preis. Ich höre mich an wie so ein Typ, der am Strand so Uhren verkauft. Guter Preis, nur für dich heute. Aber ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr da Bock drauf hättet. Das hier ist das nächste Spiel, das ich euch vorstelle. Und zwar seht ihr schon, wir sind in Paris. Ja, das ist jetzt relativ easy. Denn wir müssen jetzt hier unten rechts an der Karte sagen, wo wir uns hier gerade befinden. Von daher gehe ich jetzt einfach mal hier runter. Genau, gehen wir mal rein. Ich würde sagen, wir befinden uns hier. Guess. Und wir bekommen 4.991 Punkte, weil wir 3 Kilometer waren wir nur davon weg vom Ort. Das ist London. Also komm, da mache ich jetzt mal 0 Meter. Scrollen wir hier mal ordentlich rein. In London würde ich sagen, kenne ich mich schon relativ gut aus. Hier vorne ist der Buckingham Palace. Hier ist der Buckingham Palace. Und wir stehen exakt hier. Guess? 3 Meter! Ich bin hier! Kommen wir nun allerdings auch schon zur vorletzten Website, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar ist es die Internet Map. Es ist kein richtiges Spiel, allerdings kann man hier einfach sehen, welche Webseiten wie oft besucht werden. Zum Beispiel Google ist extrem riesig, Facebook ist auch relativ groß, Yahoo ist auch ziemlich groß. Wenn wir dann allerdings mal hier hinscrollen, sehen wir schon diese Website zum Beispiel. Ja, wenn ich so einen Namen hätte, würde ich da auch nicht drauf gehen. Die Website finde ich auf jeden Fall mega interessant, wenn man einfach mal sehen möchte, yo, wie oft wird irgendeine gewisse URL eigentlich gesucht und eingegeben. Man kann auch einzelne URLs wirklich auch suchen, wenn man nach der eigenen Website mal schauen will. Ich habe keine Website. Das hier ist allerdings nur noch schon die letzte Website, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar heißt sie QQQB. I don't know. Ihr seht schon, was man machen muss. Und zwar muss man immer das helle Teil anklicken. Ich bin gerade noch relativ gut mit dabei. Das ist... Aha, ja, so, das habe ich auch noch direkt erkennen können. Hier vorne, dann haben wir den hier, 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 haben wir den. Den. Haben wir. Ah, haben wir den hier, dann haben wir jetzt als nächstes natürlich selbst. Guck, ich hatte schon mal 30. Hatte ich schon mal, ne? Könnt ihr gerne mal selbst austesten. Die Website heißt kuku-kube.com. Schreibt mir euren Score unten in die Kommentare. Was haltet ihr von diesen Masken? Wir versuchen die wirklich so billig wie möglich anzubieten. Schreibt es mir auch unten.